So, hi Leute, Hubertus hier und der gute Jörg. Moin ihr Lieben. Vom Fishing King. Wir sind heute mal wieder im Doppelpack unterwegs. Eugen ist hinter der Kamera. Wie soll es anders sein? Das Dream Team ist vollständig. Wir sind hier heute an dem Müritz, beziehungsweise sind die ganze Woche sogar noch hier. Wir haben echt Glück. Und wir haben gute Zeit. Ja, geiles Wetter. Und unser Ziel, Leute, heute ist, eine Challenge zu machen. Wir wollen es ausprobieren für euch. Und zwar werden wir Köderfisch versus Gummifisch machen, beziehungsweise versus Kunstköder. Und das Ganze machen wir aber so, dass wir gleich eine Münze werfen. Und da entscheidet sich erstmal, wer darf zuerst mit Köderfisch anfangen. Der hat dann auch die Challenge, sich noch Köderfische zu stippen, weil wir haben nur noch einen quasi mitgebracht. Gehört mir dazu, ne? Von gestern. Zeit für Köderfisch musst du mit investieren dabei. Ganz genau. Das ist quasi unser Notköder, falls wir gar nichts fangen. Aber an sich brauchen wir ein paar frische Köderfische. Unbedingt. Genau, und dann der andere startet hiermit. Und dann machen wir eine Halbzeit. Nach 1,5 Stunden wird gewechselt automatisch und dann fischt der andere mit der anderen Technik. Genau. Und dann wollen wir mal sehen, ob wir hier heute einen schönen Hecht ans Band kriegen. Idealerweise einen schönen Küchenfisch. Ja. Zwischen 60 und 90 ist ja hier Entnahmefenster und den werden wir dann anschließend hier auf dem Hausboot. Wir sind wie gesagt die ganze Woche hier auf dem Hausboot. Schön genüsslich auf der Dachterrasse noch zubereiten. Das wäre das große Finale. Ja. Ja, das habe ich richtig Bock drauf. Ganz genau. Und die Challenge ist auch noch, wir haben nicht so viel Zeit heute. Wir fischen jetzt in der Mittagszeit. Wir haben schon 11:30 und so um 15, 16 müssen wir wieder hier an den Steg, weil wir dann Einweisung kriegen und dann heute Abend mit dem Boot rausfahren und dann auch nochmal auf Zander angeln werden. Aber long story short, ich würde sagen, wir legen los, oder Jörg? Ja, ich habe Bock. Hast du eine Münze? Ja, ich habe eine Münze, bei der ich dann mit Gummiköder anfangen kann. Hast du eine gezückte Münze? Mit zweimal Kopf. Ja, perfekt. Ja, dann lass mal loslegen. Auf geht's, komm. So. Wir haben eine Münze. Nee, ich habe keine. Scheiße. Hast du eine Münze? Keine. Schnick, schnack, schnuck müsst ihr machen. Ah, genau, noch besser. Ja, jetzt haben wir gerade eine Münze, aber schnick, schnack, schnuck. Ne? Okay. Habt ihr Hände? Ja, haben wir. Okay. Steinschere, Papier. Steinschere, Papier. Zweimal gewinnt. Ne? Zweimal gewinnt. Genau. Zweimal hintereinander. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Oh! 0. Schnick, schnack, schnuck. 2-0. Was willst du denn haben, aussuchen? Ja. Du willst wahrscheinlich gerne mit Köderfisch anfangen, ne? Nee, eben nicht. Weil dann müssen wir nämlich anfangen, hier Köderfische zu stippen. Das kannst du sehr gut, Jörg. Weil du darfst mit dem ja nicht fischen. Das ist nur der Notfisch, der erst nach einer Stunde eingesetzt werden kann. Ja, ja, selbstverständlich. So muss das laufen. Ja? Genau, deswegen fange ich schön mit Spinnruder an. Aber heute Mittag machen wir dann einen schönen Change, ne? Ja. Bis dahin habe ich den Notfisch schon mal verhandelt. Gut. Auf geht's. Auf geht's. Pack mal hier. Ja, dann. Die lasse ich dir. Hatte ich ja meine Kunstköderrute schon mal zur Seite stellen. Jetzt geht's los. Jörg fängt hier erstmal einen schönen Köfi. Ich glaube, es wird klappen hier. Fliegt ein paar Köderfische fangen, ne? Und wir sind jetzt hier an der perfekten Stelle, weil hier da vorne ist tieferes Wasser. Geht's ein bisschen runter. Und hier ist schön flach in der Bucht. Perfekt für Jörg. Ja, und wir haben vor allem einen schönen Übergang von dem welligen Bereich hier ins ruhige. Und ich kann hier schon mal schön ins Tiefe rein die Kante abwerfen und einen Hecht fangen. Ja, lass dir Zeit. Okay, Jörg, mach ich. Judy. Auf geht's. Petri Heil, Kollege. Vielen Dank, Kollege. So, ich will mir jetzt erstmal schön aus unserem Green Tackle Set einen schönen Gummi drauf machen. Wir haben im Green Tackle Set ja nachhaltige Gummifische und bleifreie Jigköpfe. Und hier so ein 12 cm. Da müssen wir hier noch, wichtig, wieder Haken andrücken. Weil in der Müritz ist es ja so, wir haben hier ein Entnahmefenster. Das heißt, 60 bis 90 cm die Fische, die in dem Fenster sind, dürfen wir mitnehmen zum Verzehr. Und alle drüber und drunter wieder vorsichtig zurücksetzen, um die Laichbestände zu schützen, zu stabilisieren. Und deswegen ist es auch nur sinnvoll, die Widerhaken nochmal anzudrücken. Da passiert auch nichts, wenn ihr die Schnur auf Spannung haltet im Drill, was man eh machen sollte, habe ich noch nie einen Fisch verloren bei angedrückten Widerhaken. Und ja, finde ich eine coole Regel, weil man kriegt die Haken einfach auch nochmal einfacher raus, vor allem wenn man mit Drilling angelt. Und der ist außersehen mal auch in der Nähe vom Kiemenbogen, dann ist es eh immer ein bisschen heikel.
Jörg, was kann man hier zu den geilen Gummifischen noch sagen? Du hast das Set ja miterstellt und konzipiert. Na, die sind halt in mehrfacher Hinsicht nachhaltig, ne? Weil sie einmal ewig halten. Mhm. Das bedeutet, du kannst damit gepflegt deine 20 Hechte fangen, ohne dass sie kaputt gehen. Mhm. Mit welchem Köder kann man das, ne? Ja. Und dann sind sie natürlich ohne giftige Weichmacher hergestellt. Das wäre der zweite Punkt, also da ist jetzt nichts drin, was irgendwie als Gift sich im Gewässer lösen könnte. Dann zeig mal, dann lutsch mal bitte an dem Schwanz rum, bitte. Und guck mal hier, hält halt auch, ne, wie besprochen. Ja. Die haben echt scharfe Zähne, Alter. So. Nicht schlecht. Also die halten. Und das dritte, was natürlich auch sehr geil ist, die werden in Deutschland produziert, ne? Nämlich im wunderschönen Hessen. Und insofern hast du auch noch eine prima Ökobilanz. Mhm. Passt also. Und die Jigköpfe, was kannst du dazu sagen? In mehrfacher Hinsicht. Die Jigköpfe, die sind aus der gleichen Schmiede, die sind aus Edelstahl gemacht. Die hier? Sind das nicht die Zammer? Das müsste ein Edel. Das ist ein Edelstahl-Jig. Naja. Na, der hat oben diesen Spalt, daran erkennst du den. Ja, wollte nochmal testen, den guten Jörg. Edelstahl ist tipptopp. Zammer ist auch eine super Alternative, das ist eine Zinklegierung. Mhm. Und ist natürlich tausendmal besser als Blei, ne? Ja. So, aber du willst mich nur ablenken, Hubertus. Ich muss hier ordentlich anfüttern, dass ich an meine Köderfische rankomme. Ja, und ich brauche mich mal bitte eine Zange. Danke. Leute, die Ausreden gehen schon los. Er beschwert sich schon hier über den Wind. Man muss ja schon mal ein bisschen vorbauen, ne? Aber du musst ja überlegen, für, wenn du gleich einen Köderfisch hast und dann der Wind an der Pose ist natürlich perfekt, ne? Ja, ist er natürlich. Dann kannst du schön eine passiv treiben lassen und eine aktiv fischen. Ich will aber keine Pose fischen, Hubertus. Ja. Also, dann würde ich aber sagen, Eugen kriegt die Joker-Route. Dann machen wir, Eugen, dir machen wir, du hast ja auch eine Karte, du hast ja auch einen Fischereischein. Dann machen wir dir doch die Joker-Route-Pose, die dann schön im Freiwasser tänzelt auf den Wellen. Jörg fischt aktiv und ich fische halt aktiv. Weil, ich sag mal so, Jörg, von alleine fängt sich das Abendessen ja auch nicht. Ne? Immerhin wollen wir einen schönen Küchenhecht haben. Du sprichst ein großes Wort gelassen aus. Hier ist auch sehr weicher Boden, ne? Hör ich das schon die nächste Ausrede, oder? Vollmond war, glaube ich, auch, ne? Und Ostwind haben wir, ne? Ach du Scheiße. Eieiei, das kann ja was werden. Pass auf, ich mache jetzt erstmal die Route für den Eugen raus. Und wenn da gleich ein Fisch drauf geht, Eugen, dann übernehme ich die Kamera. Gerne. Das will ich sehen. Weil der Eugen hat ja auch, kriegt ja immer, er ist ja leidenschaftlich Kameramann und kriegt auch immer mehr Bock so auf dieses richtige Angeln. Mhm. Eigentlich war er ja nur so ein Hobby-Gelegenheitsangler, aber es wird immer mehr, fängt er Feuer. Und das will ich natürlich auch fördern. Ne? Ja, muss man unterstützen, die jungen Leute, ne? Genau. Finde ich auch. Jugendförderung ist das. Pass auf, Eugen. Guck hier, pass auf. Das ist ja auch deine Green Tackle-Route, die du im letzten Video geschenkt bekommen hast. Genau, damit habe ich schon einiges gefangen. Genau, hiermit hast du schon deinen Barsch am Sonntag gefangen, deinen ersten, ne? Mhm. Eugen, einfach nur die klassische Posenmontage. Dann haben wir hier bleifreies Schrot, auch geil, ist auch Teil des Sets. Ein Wirbel, selbstgebundenen Vorfachhaken, einfach ein Einzelhaken. Und hier müssen wir jetzt das noch austauschen gegen Stahlvorfach. Haben wir ja auch mit drin, dann binden wir den Einzelhaken an Stahl dran. Beziehungsweise, ich glaube Flexonit haben wir drin. Genau. Nehmen wir hier noch ein Flexonit-Vorfach. Das ist wunderbar sowohl zum Hechtangeln als auch zum Barschangeln noch geeignet. Und auch zum Zanderangeln. Hängen wir uns einfach hier den Einzelhaken rein. Haben wir schön durch. So. Schwimmt er so leicht mit dem Köpfchen nach unten, als wenn er Nahrung suchen würde. Auf. Ich bin 1,80. 1,80. Ja. Ich würde sogar 1,50 nur machen. Also so im Freiwasser rumtreibt. Die Hechte schauen ja gerne mal nach oben. War Jörg? Ja, das tut. Lass mal den mal hier schön an der Kante entlang. Oh, guck mal hier, wie geil der hier, Eugen. Wie geil der dann schön so blitzt mit den Wellen. Weißt du, siehst du den hier? Mhm. Treibt dann schön da rum. Es ist ja auch keine Challenge, Jörg, gegen mich. Also wir challengen uns nicht gegenseitig. Also kein Wettkampf. Weil wir haben ja beide dasselbe Ziel. Wir wollen heute einfach einen geilen, schönen Fisch fangen, den wir uns anschließend heute Abend schön zu dritt gönnen können. Es geht nur um die Technik an sich und natürlich ist es natürlich auch so, dass das anglerische Können hier auch eine Rolle spielt. Ist jetzt, ne? Ne? Ist halt keine richtige Challenge. Nee. Spaß beiseite, wir challengen für euch wirklich nur die Technik.
Hechtangeln im Sommer, was funktioniert da besser, vor allem in der Mittagszeit. So, die kannst du jetzt hier schön reinstellen. Bügel abmachen. Da ist die Pole, ne? Geht's jetzt gleich? Was die? Ja. Wenn die anfängt wegzugehen oder zu tänzeln, dann weißt du Bescheid, ne? Mhm. Das ist hier vorhanden. Fisch drauf, Leute. Stopp! Oh, Leute, Alter, schönen Hänger im Baum. So, wir haben ja hier einen Profi am Ruder. Ja, wir haben einmal eine Marke gesetzt, das sah gut aus da vorne. Genau. Nehmen an, da steht ein dicker Hecht unter dem Busch und deshalb haben wir einmal den Köder von Hubertus eingehängt. Ich bin ja froh, dass ich meine Bremse mal ordentlich eingestellt habe. Ansonsten hätte ich jetzt zwei Routen gehabt. Mhm. Ja, können wir dann nochmal gerade zurückfahren, Jörg? Das wäre lieber. Mal herziehen. Oder willst du jetzt hier. Du kannst ja das Boot jetzt ranziehen, würdest. Taktik machen wieder, dass ich Zeit verliere. Genau. Die Zeit spielt ja für mich. Nee, komm, Jörg. Na komm. Ich will mal nicht so sein, ne? So, aber ihr seht schon, wir sind hier in einem richtig geilen Stück. Wir sind jetzt gleich auch da an unserem Wunschort, wo es dann richtig knallen wird. Ja, da müssen wir mal kurz ranfahren, da bitte. Achtung, wir sind hier gleich die nächste Route schon. Ja. Sehe schon die Stipproute hier. Boah. Ja, stimmt. Kannst du ein bisschen. Ich sehe ihn hier. Krass. Jetzt müsstest du raus. Sehr gut für die Route. Hast du ihn? Ja. Okay. Ich fahre rückwärts raus hier, ne? Wenden ist hier schwierig. Ja. Jetzt ist Halbzeit. Wir müssen kurz ranfahren zum Hausboot. Wir kriegen eine kleine Einweisung und dann fahren wir mit dem großen Hausboot heute Abend nochmal raus. Markus? Ja? Schälst du mir bitte auch mal eine Orange? Jetzt soll ich dir auch noch Orangen schälen, Leute. Ja, kriegst du natürlich. Kann man Hälfte machen. Was? Kriegst du eine schöne Hälfte hier von dir? Ja, können wir auch machen. Und morgen greifen wir dann nochmal auf Hecht an. Das ist quasi die Halbzeit. Dann wechseln wir. So ist der Plan. Also, bis. So Leute, wir sind wieder hier zurück am Hausboot und die beiden, der gute Jörg und der Eugen, sind hier wieder schon fleißig am Stippen. Der Eugen lernt hier wieder vom Meister. Mhm. Jörgo himself. Ja, das flutscht, ne? Mhm. Das läuft. Ja, guck mal hier, schon hier einen ganzen Eimer voll schön
tote Küfis gesammelt. Und einen geilen Fisch zum Abendessen. Wir haben ja heute nichts draußen gefangen, wir waren nur ein paar Stündchen draußen. Und normalerweise hätten wir eine Kartoffelpfanne, Kartoffelgemüsepfanne gemacht. Jetzt wird es eine Kartoffelbrassengemüsepfanne. Wir hatten uns schon arrangiert mit Gemüse, oder? Ja. Aber jetzt freue ich mich umso mehr. Die Brasse liegt im Kühlschrank. Die seht ihr gleich noch, die werden wir zubereiten. Und idealerweise fängst du jetzt auch noch eine zweite Brasse irgendwo, oder? Dann haben wir ein bisschen mehr Fisch. Ich gebe mir Mühe, ja. Sehr geil. Und dann ist der Plan, Leute, fahren wir raus. Ich werde jetzt mal eine Runde schwimmen gehen, weil da vorne sieht es nach einer geilen Stelle aus. Und ich will mal testen, ob da was für ein Bodenuntergrund da ist. Ob das matschig, schlammig oder sandig, kiesig ist. Ich vermute Sand. Und dann wäre das unser Spot für heute. Ne? So. Oh, bis. Ui, hast du wieder einen? Ja, perfekte Größe. Ja, sauber, Leute. Ich gehe jetzt mal eine Runde schwimmen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Dann legen wir das Schiff um und dann können wir auch mal ein bisschen was kochen erstmal, oder? Ja, gerne. Ja. Ich habe echt einen Schweinehunger. Jetzt müsste eigentlich das Seitenstrahl. Ja. Ja. Kommt jetzt. Das? Ja. Okay. So. Ich gehe kurz hinten gucken. Jetzt müsste ich vorwärts eigentlich rumkommen, oder? Ja. Ich gehe mal gucken vorne gerade. Alles gut. Alles gut. Stopp! Geradeaus! Jetzt kannst du reindrehen! Nach vorne, Gas nach vorne! Jo! Jetzt immer raus! Jetzt kannst du filmen! Sehr gut! Jetzt immer raus! Sehr geil! Alter Schwede. Sehr gut gemacht, ja. Ersten Mal in so einem Koffer hier, aber klappt ganz gut. Der Pirat hier. Hotspot, oder? Ist schon schön hier, ne? Ja, Leute, wir schnibbeln jetzt hier. Der Jörg hat hier geil die Brasse entschuppt und ja. Ganze Hausboot ist jetzt voll mit Schuppen, oder? Ja, war zu befürchten. Ja, ne? Schön. Also die Leute sehen, wer vor ihnen da war. Also Kaution ist quasi weg, ne? Die kann ich mir abschreiben. Also, muss einmal grundgereinigt werden da unten, Teppich muss raus. Das ist eine 750 Euro Brasse. Ja, was machen wir jetzt der Welt. Ja, die werden wir uns schön filettieren, denke ich. Und dann werden wir die Gräten schneiden, damit wir mit Genuss das Filet dann essen können. Ja, weil so für im Ganzen ist sie zu groß für unsere Pfanne. Was schon passiert ist, die Schuppen sind ab, damit wir sie dann gleich auf der Hautseite entsprechend einschneiden können. Ne? Also von der Fleischseite zur Hautseite hin. Und können wir jetzt ja mal mit Filettieren anfangen, während du noch schnippelst. Ja, genau. Ich filettiere hier das Gemüse. Du filettierst das Gemüse. Und mache hier Seitenschnitte. Widme mich mal der Brasse. Jetzt weil das ist ja auch gar nicht so einfach. Zeig mal, was du kannst, Jörg. Ich gucke auf die Uhr innerhalb von, ich sag, 1,5 Minuten bitte. Ja, klar. Brasse ist ja auch der Fisch, den man mal so schnell aus der Hüfte raus filettiert. Ne? Also die sind jetzt, was haben wir jetzt? Wir haben Ende Juni. Das sind die eine Weile aus dem Laich raus, aber noch nicht ganz dick. Na, das merkst du schon. Da ist ein schönes Filet, das wir da runterkriegen, aber die sind natürlich später im Jahr, September, Oktober, sind die dicker. Und haben einfach mehr Fleisch auf den Gräten. Aber
Das wird für uns drei Helden schon reichen. So, jetzt das ist ja beim Eugen auch immer dasselbe. Der wird jetzt im August, September da auch immer ein bisschen mehr von. Das war vielen so, ne? Mhm. Und zur Weihnachtszeit, wenn die Friedfische am dicksten und am saftigsten sind, sind wir Menschen das ja auch oft. Aber guck mal, die hat schon ein schönes Fleisch, das sieht gut aus. Jetzt versuchen wir mal so ein bisschen an der Bauchkrede noch längs zu filettieren. Schön weißfleischig, sieht gut aus. Seht ihr hier? Dass wir da vielleicht die Bauchlappen noch ein bisschen runterkriegen. Aber die ist relativ dünn auf dem Bauch, seht ihr? Ja. Mhm. Das ist nicht mehr so wahnsinnig viel, was da ist. Nichts auf den Rippen, wa? Nee, die hat noch nichts auf den Rippen. Aber ein schönes Rückenfilet. Ja, da gibt's nichts. Schönes nix. Schwanzfilet. Geil. Da kriegen wir vier Stücke raus dann gleich. Also, Numero uno. Und was machen die Möhrenfilets? Ah, du bist schon ja, beim Filettieren der Pilze. Ja, ich bin schon bei den Champignonfilets. Ja, die sind auch aufwendig. Gar nicht so einfach. Nee. Da musst du auch vorsichtig in der Gräte entlang. Ja, darfst doch nicht die Galle verletzen. Nee. Ne? So, dann drehe ich mir die mal so hin, dass ich jetzt hier mit der rechten Hand einmal den Schnitt an der Afterfrisse längs machen kann. Dann geht die Messerspitze hier einmal gepflegt durch nach oben. Zack. Und das Schwanzfilet. Das ist leicht zu machen. Das schafft ihr auch, glaube ich, schon fast alle. Ein bisschen schwieriger ist der Schnitt auf dem Rücken längs. Weil hier kann man sich, wenn man keine Übung hat, schnell verschneiden. Ja, da geht ihr vielleicht mal ein bisschen zu weit auf die Haut zu und dann ist vom Fleisch viel an der Gräte hängen geblieben. Aber das ist auch, wie alles im Leben, ein bisschen Übungssache. Tut nicht weh. Und wenn ihr so ein paar Brassen habt, könnt ihr prima damit umgehen. Und die fängt man ja im Gegensatz zu Hechtzahn, der Barsch und den ganzen Kameraden zuverlässig auch ein bisschen leichter. Ach, hör doch auf, wir fangen doch heute auch zuverlässig einen Zander hier. Ja, ich denke, heute Abend geht noch einer. Aber die Brasse haben wir schon mal. Ja. Ne? Das ist wie der Spatz in der Hand und die Taube auf dem Dach. Stimmt, der Zander, den wir heute fangen, der wird ja auch das Abendessen für morgen. Genau. Dann ist der auch schön ein bisschen abgelagert. Das Fleisch hat sich ein bisschen gesetzt. Die Milchsäure baut sich dann ab, ne? Genau, das merkst du. Das Fleisch wird dann so ein bisschen milchig. Und ist eigentlich noch geiler dann, ne? Gerade bei Seefisch ist das wichtig, dass man den nicht zu frisch zubereitet, sondern erstmal so eine Nacht dann ablagert. Ich gehe gleich hier einmal an der Grede längs, an der Afterflosse. Und hier haben wir das zweite Filet. Aber hier sieht man, ist er ganz dünn. Hör mal, wenn ich da so mit der Messerspitze rübergehe, hier. Das war jetzt die Möhre bei Hubertus. Hört sich aber genauso an. Wenn ich da drüber gehe, wird man hier, dass die Rippen halt sehr nah an der Haut sind und da kommst du nicht wirklich durch. Aber schaut, da haben wir schon mal zwei schöne Filets. Ja, und jetzt kommt das, was entscheidend ist, um die Gräten in den Griff zu kriegen. Ja, wenn wir die Filets jetzt so in die Pfanne hauen, wunderbar, wenn man viel Zeit hat, keinen riesengroßen Hunger, ne, nicht schnell essen möchte, weil da sind halt die ganzen kleinen Fleischgräten noch drin. Und denen rücken wir jetzt auf den Pelz. Wir müssen ein bisschen improvisieren, weil normalerweise nehme ich dafür ein Messer, das eine ganz gerade Klinge hat. Also einmal ohne diese Biegung, ganz gerade, so ein klassisches Schinkenmesser, so ein Lachsmesser geht das sehr gut. Aber... Weißt du, was ich denn mal für ein Messer für das habe ich jetzt nicht mit. Welches denn? Klassisches... Brotmesser, ne? Brotmesser oder das hier. Ja, das wäre von der Klinge ganz gut. Ja, du sagst dir, du musst auch improvisieren können. Ja. Also eigentlich bräuchten wir jetzt eine schöne, lange, gerade Klinge. Aber wir improvisieren ja und das kriegen wir damit auch hin. Guck mal, du bist der Meister, das kriegst du doch easy hin. Ich schneide jetzt hinten einmal ab und da hast du schon gehört, da waren viele Gräten dazwischen. Dann haben wir hier nochmal so ein Stück hinterm Nacken, das ist auch voll mit Gräten. Das machen wir auch einmal weg. Und jetzt schauen wir, dass wir hier wenigstens eine gerade Unterlage haben. Das Brett hat offenbar schon mal ein bisschen Temperatur gekriegt, wenn ich das richtig sehe. Ist ein bisschen gewellt. Und beim Grätenschnitt lebt alles von einer geraden, glatten Unterlage. So, und jetzt fangen wir hinten am Schwänzchen mal an. Und schneiden jetzt mit gleichmäßigen Schnitten bis auf die Haut. Und da habe ich mir ja so ein Grätenbrett gebaut aus Holz. Das habe ich jetzt heute leider nicht mit, weil ich ja eh mit Zandern und Hechten gerechnet habe. Jetzt ist es eine Brasse geworden, ne? Und jetzt schneiden wir die mal aus der Hand ein. Immer so in 3 mm Abständen, von hinten bis vorne. Oh, jetzt haben wir schon mal ein kleines Filet, das habe ich auch mal komplett gelöst. Bin ich durch die Haut durchgegangen. Dann machen wir uns halt Nuggets, ne? So, das ist jetzt wirklich schwierig, weil
durch diese Krümmung natürlich relativ schnell auch die Haut durchtrennt ist. Aber es ist wirklich wichtig, dass man diesen Grätenschnitt macht. Ansonsten ist das kein wirklich schöner Essgenuss. Und gerade hier im Rücken, ne, da sind die drin. Man hört das richtig knacken. Schaut mal, das ist ganz gut gelungen. Also hier haben wir zwei Nuggets. Aber das Stück hier hängt schön zusammen. Und man sieht, dass der Grätenschnitt auch bis auf die Haut geht. Und hier, guck mal, kann man vielleicht erkennen. Morgen, siehst du das? Hier sind überall diese kleinen Grätensplitter hier dazwischen. Schau mal, da ist sogar ein Stückchen rausgegangen gerade. Na, und das ist halt das, was an Gräten jetzt durchschnitten wurde. Ja, und das sorgt dafür, dass wir das mit mehr Genuss dann gleich essen können und halt nicht ständig Gräten spucken müssen. Ne? Jörg, ich würde sagen, alle Details dazu findet ihr auch bei Jörg im Kochkurs, im University Kochkurs. Die verlinken wir auch nochmal hier. Das haben wir da gemacht, genau. Mhm, gute Idee. Da findet ihr das auch alles nochmal. Den Rest findet ihr. Jetzt werden wir erstmal schnell hier Gas geben. Boah, wir brauchen Kohlenhydrate, oder? Mhm. Boah, so langsam. Wir sind jetzt echt den ganzen Tag mit ein paar Orangen über Wasser gewesen. Ist so. Also nichts gegen Orangen, ne? Aber irgendwann reicht es auch. So Substanz kriegst du dadurch nicht. Ja, dass wir einfach da mal das Ding in der Hand haben, ne? Wichtigste Zutat, ne? Ja, ja. So unbedingt alkoholfrei ist, weil hier sind 0,01% noch drin. Das reicht für mich. Wenn du davon Kasten trinkst, hast du auch einen Sitz. Die roten rausbringen. Das Boot hat ein bisschen näher rangedreht. Da ist alles voll mit Köfi. Siehst du das, Jörg? Da? Ja, ja, die sind jetzt angekommen hier. Ja. Mhm. Das ist genau die Stelle, da ist auch gerade wieder gesprungen. Und da legen wir jetzt die roten raus. Dann wird Essen angerichtet. Perfekt einfach. Das passt. Ja. Das ist kein schlechtes Leben, Leute. Wir würden nie was anderes sagen. Vom Glück verfolgt, ne? Angeblich soll ja ein Tropfen Wasser im Benzin, im Spiritus helfen, ne? Aber ich habe das schon probiert, das macht gar nichts. Die sind rot. Ja. Das rußt genauso, wenn du da Wasser rein hast. Was hältst du von dem Trick Salz im Öl, dass das nicht verspritzt? Das habe ich noch nie gehört. Also der Rainer Korn hat das letztens gesagt, wenn der Heilbuttsäume macht, macht er einen Tick Salz ins Öl, damit das dann nicht verspritzt. Das muss ich mir mal merken. Ja. Habe ich mir auch gedacht. Fand ich ein geiler Tipp. Müssen wir mal ausprobieren. Wirklich gut. Ja, das müsste man dann immer noch ein bisschen was dazu beimischen, ne? Ja. Boah, ich sag euch, die Kartoffeln sind auch richtig geil. Hast du richtig schön Kartoffeln gekauft. Die sehen gut aus. Im Vergleich jetzt halt ein bisschen wenig Fisch, aber... Ja.
hast keinen Hunger, Eugen, ne? Nee, nee, ich will nichts. Gut, auf diesen Moment haben wir den ganzen Tag gewartet. Ah, vielen Dank. Cheers, auf einen geilen Tag. Auf einen richtig geilen Tag. War lecker, Uwe. Habe ich auch nicht gewürzt. Sehr geil. Die Kartoffeln auch. Mhm. Ja. Den fehlt es jetzt auch nicht an Salz, ne? Endlich. Ja, wir haben uns ganz schön lange geduldet. Oh, tut's gut. Schön. Schön, 5 vor 10, perfekt. Ja, na, wir sind ja noch ein Stündchen auf, ne? Ja. Boah, guck mal den Himmel. Das ist Wahnsinn, ne? Ja, wie so eine... Ja, und wie schön, dass noch im Wasser spiegelt. Toll. Einfach schön. Guten Morgen, Leute. Ich muss ein bisschen leiser reden, weil die kleine, wir haben hier noch eine kleine Jörgmaus, die schläft hier. Ich zeige euch nochmal den Fuß. Mäuse schlafen immer ein bisschen länger, weil die abends auch länger wach bleiben. Ja, das sind auch gute Zangen. Ich mache jetzt schon mal einen Kaffee. Koffeinfreien übrigens. Ich bin momentan auf einem koffeinfreien Trip. Ein paar Wochen. Vielleicht auch Monate, wer weiß. Und dann machen wir uns ready. Also ich muss mich jetzt mal frisch machen. Ich bin nämlich auch gerade aus dem Bett aufgestanden. Und dann geht es ab. Bis später. Ciao. Fahr ich alleine raus. Hä? Und daraus schwimmen jetzt und hechten wir. Wenn ich mal ein Bierchen entblicke. Ich hole jetzt noch einmal die eine Route von oben. Was haben wir hier? Ja, schon noch zwei Routen. Dann können wir, wenn wir eh nachher so ein bisschen passiv unterwegs sind und schon unseren Küchenfischhecht gefangen haben, dann könnten wir noch eine auf Zander oder zwei auslegen. Ja. Nimm ruhig noch zwei mit, ne? Ja, auch ist besser als drauf. Sechs Runden dürfen wir, wenn der Eugen nachher mitfischt. Und Leute, es geht ja jetzt weiter und ich habe clevererweise meinen Joker eingesetzt. Mein Joker war der Eugen. Und der Eugen hat uns richtig geile Köderfische gefangen. Das heißt, wir wechseln ja jetzt. Jörg fängt jetzt mit der Spinnrute an und ich werde es mit Köderfisch angeln. Und dank Eugen haben wir schon richtig geile, tote Köderfische. Ja. Ja, du hast ja noch einen Köder. Du hast ja noch einen Joker frei, Jörg. Ja, du hast ja noch einen Joker frei. Also ist die Frage, wie du dir... Schön mal eine Gummifische ins Wasser. Ich bin schon heiß wie Frittenfett hier. Geht los. Auf Eugen. Auf Eugen. Cheers. Auf Eugen. Auf Eugen, Leute. Cheers.
tatsächlich auf den Fisch. Kurbel, der ist doch noch dran, oder? Der ist noch dran, ja. Jawohl, Eugen hat einen Fisch. Schön. Ach, und was ist es? Mini-Hecht. Kleiner Hecht? Ja. Jawohl. Eugen, wie will ich? Ja. Eugen ist komplett ausgerastet. Yeah! Boah! Ein Schneider! Ausgeholt. Sehr geil. Geil, Alter! Na gut, siehst du? Ja. Schön mit Einzelhaken. Top. Schön. Oh, gut genährt ist er, ne, der Lütte hier. Eugen, cool. Das sind keine Lütten, Jörg, genauso wie es bitte auch keine Fritten sind. Nee, Fritten, ne? Sind das nicht, das sind Lütte, schöne Hechte. Boah, mal schön. Bin damit. Ja. Auf Wiedersehen. Jawohl. Good job, Eugen. Jetzt kommt auch gleich ein Gerüse. Geil, ja. Gut. Das war richtig geil. Ja, und gerade noch ein Gebiss gehabt hier. Hier haben wir, glaube ich, den richtigen Spot. Ja, Jörg hatte auch einen Biss. Wahrscheinlich der gleiche, glaube ich. Ah, der war richtig hart. Gummifisch runtergezogen. Ja. Ey. Scheiße. Aber? Boah. Jetzt abends beißen die dicken Fische. Hat mich auch voll. Ich dachte, wir hatten eine Riesen dran. Eugen ist komplett ausgerastet. Komplett am Schreien. Ich wollte schon hier die Kamera vom Boot schmeißen. Der Anfang ist gemacht. Das sind die schwierigsten Fische, die ersten. Ja, ja. Aber jetzt wird es langsam dunkel, haben wir auch gesagt. Jetzt geht's los. Guti, machen wir weiter hier. Dann machen wir gleich nochmal einen Wurf, Eugen. Ja. Zeig mal, was du kannst hier. Da hinten stand er. Beim Baum da. Mhm. Jawohl, ja. Schön. Das freut mich. Wie läuft es bei dir so? Ja, gleich habe ich ihn. Echt total ärgerlich. Knochenharter Biss, Gummifisch runtergezogen beim Absinken. Mhm. 10 Sekunden über dem Grund. Zentimeter. Ja, dann werfe ich dann mal meinen Köderfisch wieder hin. Der Hammer. Genau. Geil. Schön. Gerade hier vorm Boot eingestiegen. Nicht mal draußen, ne? Okay. Und vor allem die Reißzeit geht. Das merkt man voll, ne? Drei Fische jetzt in 10 Minuten. Sehr schön. Wow. Der hat so 40, 50 maximal. Mittendrin im Friedfischdunktür. Ja, 50. Respekt. Gut, schön. Gut, Preiszeit weiter ausnutzen, da geht bestimmt auch noch ein Größe. Geil. Schön. Ja? Schön. Nummer 2. Entschneidet. Ja, aber kaum war das Licht ein bisschen schwächer, ne? Ein bisschen die Sonne hinter den Bäumen verschwunden. Da geht noch mehr. Sehr schön, Leute. Mhm. So läuft das. Können wir weiter so machen. Hier, guck dir das mal an. Und unser Zielfisch ist ein geiler Hecht, der im Küchenfenster ist, ab 60. Ja. Wir haben quasi die Abhackmatte so gemacht, dass du auch ein paar geile Infos mit drauf hast. Mach mich nass, immer schön keep them wet, damit der Fisch Schleimhaut schön nicht beschädigt wird. Hier so, das ist das gängigste Küchenfenster. Hier ist es ja auch in der Müritz, Fische über 90. Wieder zurücksetzen und unter 60. Dann ist so das Ziel. Wenn man schön 65er, 70er wäre perfekt, war Jörg? Ja, so ein Brutzelhecht. Und dann, Leute, 65. Dann werden wir hier direkt am Boot richtig. Wir haben Trangia-Kocher, hat der Jörg eingepackt. Wir haben ein paar Wraps eingekauft. Dann machen wir einen richtig geilen Hecht-Wrap. Freue ich mir jetzt schon drauf. Und ja, langsam kriege ich auch die Motivation, dass es klappen kann. Ja, der wächst echt maßig. Das ist ja wunderbare Steigerung jetzt hier. Ja, also wir brauchen quasi noch 10 cm, Jörg. Kommt. Der nächste hat es. Fisch! Ach nee! Jawoll! Das gibt's doch nicht hier! Jetzt sehr gut. Ist das ultimative Beißfenster! Oh, Leute. Ah, wieder. Oh, sehr gut! Schade! Oh. Aber trotzdem, fast! Der hatte schon 55. Ja. Ne? Der nächste 55. Ist für die Fische der richtige. Also jetzt kommt. Geil! Jetzt geht's echt! Also jetzt ist genau das Beißfenster! Auch schöne Attacke und nicht weit vom Boot weg! Ne? Ah, wie geil! Sehr cool! Schön! Das macht doch Laune! Hier. Ja, Wind kommt jetzt auch. Mhm. Ja, Wind steht drauf auf der Spitze, das passt. Mhm. Also man sieht, der Fisch bewegt sich jetzt einfach. Ja, jetzt haben wir auch 20 Uhr. Man muss nicht mehr zu ihm hin, sondern er kommt zu uns. Wir haben auch gesagt, 20 Uhr. Wie du gesagt hast, ne? Bis 22 Uhr ist die Zeit, ja. Ja.
Das ist das, was uns die Müritzfischer auch geraten hatten, ne? Absolut. Grüße gehen raus an den Dennis von den Müritzfischern. Ja, die wissen Bescheid, die Jungs. Die wissen, wie das hier läuft. Der hat nämlich gesagt, hier schön nah am Ufer und abends und frühmorgens. Und frühmorgens kommt für uns nicht in Frage, also spätabends. Was heißt für uns? Ja, für Jörg. Ja. Eugen stellt seinen Wecker morgens immer. Und geht dann 1,5 Stunden, höre ich dann immer so schlimmer. Das macht dann aus, ne? Kleine Stärkung. Gut, Studentenfutter. Kannst du konzentrierter fischen. Das ist ein kleiner Geheimtipp. Haben wir ein Green Tackle Set dabei. Eine Handvoll. Was sagst du zu den Bananen auf dem Boot? Das ist kein Problem. Nein? Mhm. Nur. Gibt ja diese Mythos. Ja, scheiße, der Brei ist das. Ja? Bananen locken so die Hechte an. Das ist meine Meinung. Das hast du ja gesehen. Wie ist deine Meinung zu Bananen auf dem Boot? Also, ich habe gelernt, Bananen an Boot an Bord bringen Pech. Bringt Pech, ne? Bringt Pech. Ja. Ne, bringt Pech. Du hast aber Fische gefangen, ne? Ja, wir haben. So ist ja eigentlich der Gegenbeleg gebracht. Ja. Also, nehme ich Bananen mit? Also, Mythos stimmt nicht. Mythos richtig. Stimmt nicht. Wir haben aufgedeckt. Mythos packt euch falsch. Immer bitte Bananen ein. Ist auch gut. Schnell gute Kohlenhydrate. Weiter geht's. Und vor allem ist es auch sehr gut, wenn man Durchfall hat. Ja, wenn du da zu viel von ist. Ich habe früher immer ganz viel gegessen, hatte ich Verstopfung. Das war noch damals zu meinen Zeiten, als ich im Restaurant in der Küche gearbeitet habe. Da war ich bekannt als der Bananenfresser. Nächste Stelle. Kleine Runde hier Seerosenfeld mit dem Frosch abhoppen. Das ist eine Mischung aus Frosch und Popper. Das ist eigentlich ziemlich geil. In Schweden hat er top funktioniert. Kann man volle Elle mit ins Gras bzw. Seerosenfeld reinballern, ohne dass er hängen bleibt. Es war ein schöner Tag, 5 Stunden Dauerwerfen. Du hast morgen ordentlich Muskelkater in der Schulter. Vom immer den Motor anmachen. Ja, also, wir werden zwar heute keinen schönen Hecht-Wrap essen. Bisschen da habe ich mich schon drauf, ne? Gefreut. Ja, ich war auch sicher, dass wir so einen Burschen ans Band kriegen. Oder? Ja. Aber ich sag mal so, die Größe kann man sich ja nicht immer aussuchen. Immerhin hat man 2 an Land. Einen haben wir bei dir gesehen, der hatte locker 55. 2,5, ne? Genau, ja. Und dein Biss war ja auch noch weg. Also wir hatten einige Bisse, vielleicht ein Zander, genau. 2 Fische an Bord. Und Wenn der noch 10 cm größer gewesen wäre, dann hätten wir jetzt hier einen geilen Hecht-Wrap gehabt. Das machen wir beim nächsten Mal, Hubertus. Leute, und das Verrückte ist ja, wir waren ja schon ein paar Tage vorher hier, Eugen und ich, am Sonntag. Da haben wir gesagt, komm, gehen wir einfach mal ohne Kamera angeln. Und da haben wir da echt, keine Ahnung, 12 oder 15 Fische gefangen. Das war wirklich verrückt. Nächsten Tag kam Jörg, jetzt drehen wir ein Video, ist ganz einfach, es läuft hier richtig easy. Ich muss dazu sagen, ich kam an und da war hier ein Höllengewitter. Ja. Wir hatten ja so einen geilen Regenbogen und das Gewitter hat offenbar hier das Wasser durchmischt, Abkühlung. Ja. Sagen ja auch die Müritzfischer. Innerhalb von einer Stunde ging es ja da von 36 Grad runter auf unter 20 Grad. Also ich habe halt das Gewitter im Kofferraum gehabt. Ja. Ne? Ja. Naja, Leute, trotzdem war es geil, war richtig schön meditativ heute, richtig aufgeladen, die Akkus. Und wir werden morgen wieder nach Hause fahren. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen.
Und wenn ja, gibt es einen Daumen nach oben. Freuen wir uns, oder Jörg? Ja, sehr gerne, ne? Ja, weil das zeigt uns, dass das cool ist, was wir machen und dass wir weitermachen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, Leute. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Schön. Ich glaube so. Und jetzt dürft ihr euch küssen.